Mein Name ist Hendrik Sambrowski und ich studiere derzeit im dritten Semester Ingenieurswesen für industrielle Elektrotechnik. Also ich habe halt in Kindesjahren schon wirklich eine große Begeisterung für technische Sachen entwickelt, auch in der Grundschule und im Kindergarten schon. Und dann hat sich das Interesse immer weiter für Elektrotechnik rausgebildet und so kam es, dass ich mich dann für den Studiengang entschieden habe. An dem Studium mag ich sehr gerne, dass halt wirklich die Kursgrößen sehr klein gehalten sind. Dadurch hat man eine sehr intensive Betreuung durch die Dozenten und auch durch die Unternehmen. Und dass man halt viele Laborarbeiten hat in Bezug auf das Studium und man halt da auch sehr viele Sachen alleine machen kann oder in kleinen Gruppen. Inhaltlich umfasst das Studium natürlich Grundlagen der Elektrotechnik, der Mathematik, auch der Informatik, der Messtechnik und der Elektronik. Weiterhin haben wir Themenbereiche wie betriebliches Management noch dazu. Und ab dem vierten Semester beginnen wir dann mit den Vertiefungsrichtungen, die bei uns angeboten werden, nämlich Automatisierungstechnik und Energietechnik. Was mir wichtig ist, noch zu betonen, ist, dass wir in jedem Semester eine wissenschaftliche Projektarbeit anfertigen lassen. Die letzte davon ist dann natürlich die Abschlussarbeit. Also das ist wirklich absolut wichtig und essentiell, dass es eben diese Verzahnung gibt zwischen Theorie und Praxis und die Studierenden sollen eben in den Praxisphasen reflektieren, was sie hier an der Hochschule an theoretischen Inhalten vermittelt bekommen haben. Ja, also mein Unternehmen Stadler Rail ist in der Schienenfahrzeugbranche tätig. Ja, in meiner letzten Praxisphase habe ich eine automatische Fahrgastzählung programmiert und auch aufgebaut, wo zum Beispiel halt verschiedene Streckeninformationen durch Fahrgastzählungen halt geschaffen werden können. Ich finde dort auch sehr spannend, dass man sich mit den verschiedenen Komponenten und auch Schaltungstypen von Schienenfahrzeugen befasst und dort auch immer wieder neue Projekte ankommen, sodass man auch eine große Abwechslung hat. Kernaussage von meinem Fachbereichsleiter damals waren 140.000 Ingenieurstellen sind offen. Das heißt, wir suchen wirklich und deswegen bilden wir auch aktiv selber auf. Und deswegen wollen wir auch die Leute, die wir hier ausbilden, auch immer übernehmen. Arbeiten kann man bei uns in zwei Bereichen. Das ist einmal das Software Engineering für die ganze, sagen wir mal, digitale Welt und das System Engineering, womit dann alles Elektrische abgearbeitet wird, also Antriebe, Bremsen, der Stromfluss selber. Und dafür bilden wir über die drei Jahre auch gezielt aus. Das heißt, die Studierenden können sich bei uns auch bewusst aussuchen, in welche Richtung sie gehen wollen. Und da wollen wir sie dann auch übernehmen. Also sie werden von einem Markt erwartet, der sie wirklich händeringend sucht. Denn es warten große Herausforderungen aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels und des Klimawandels, insbesondere eben auf den Gebieten Automatisierungstechnik und regenerative Energien. Und damit ist man dann natürlich in unserem Studium Industrielle Elektrotechnik bestens aufgestellt.